Hallo meine Followers, ich bin Niklas und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Wir befinden uns schon im Jahr 2020. Ich weiß, ich bin viel zu spät dran. Man kennt's. Aber dieses Jahr wird sich das hoffentlich ändern. Mal schauen. Falls ihr Part Nummer 1 noch nicht gesehen habt von meiner Rubrik Jetzt weiß ich, wo ich euch erzähle, was ich jetzt weiß am Ende des Jahres, dann schaut ihn euch gerne an, da oben. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Viel Spaß! Jetzt weiß ich, dass es total crazy ist, wenn man die Generalprobe hat, die Premiere, die zweite Aufführung und dann auch schon die Deniere. Das bedeutet die letzte Aufführung. Und zwar die dritte. Weil bei uns war das alles irgendwie ziemlich so zack, zack, zack. Wir hatten leider nur 3 Aufführungen in München. Danach sind wir aber dann auch nochmal woanders hingefahren. Und jetzt weiß ich, wie cool es ist, wenn man Festivals besucht, wo alle mit denselben Interessen da sind. Es ist so cool, wenn man sich einfach so verstanden fühlt. Im Juli bin ich dann nämlich mit den ganzen Süßmäusen vom Gärtnerplatztheater nach Bamberg gefahren, wo wir unser Stück Frida Kahlo aufführen durften. Falls ihr mehr von Bamberg sehen wollt, die Vlogs sind da oben. Es hat echt super viel Spaß gemacht, die zu drehen und allgemein die Zeit dort. Und so viele inspirierende, theaterschaffende Menschen kennenzulernen, ja, das war echt cool. Also schaut gerne mal vorbei, würde mich freuen. Und allgemein weiß ich jetzt, dass ich mit dem Stück Frida Kahlo echt künstlerisch und auch als Mensch gewachsen bin. Tanzen, es ging so in die Richtung Contemporary Dance. Singen, ich habe ein eigenes Lied bekommen. Und es war immer so witzig, weil alle die Töne auf Anhieb getroffen haben. Und dann gab es halt noch Kandidaten wie mich, die einfach auch Töne getroffen haben, die nicht falsch klangen. Aber einfach falsch waren. So. Und schauspielerisch konnte ich in der Rolle auch super aufblühen. Und allgemein hat es total viel Spaß gemacht, nicht nur zu spielen, sondern auch zu singen und zu tanzen. Das war einfach eine mega, mega coole Erfahrung. Und ja, das würde ich gerne mal wieder wiederholen. Doch. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr bei 2 CSDs war, also Christopher Street Days. Ich liebe einfach den Spirit, den Christopher Street Days haben. Weil die Leute dort einfach hingehen und die Liebe zelebrieren, Spaß haben, sich akzeptieren, so wie sie sind und einfach irgendwie ihr Ding machen. Und ich find's geil, weil da jeder hin kann. Heteros, nicht heteros, männlich, weiblich, drüber, drunter, links, rechts, geradeaus. Mega cool so. Ich lieb das. Und dieses Jahr war ich in München, was einfach so witzig war, weil es so geregnet hat, es hat so geschüttet. Und irgendwann habe ich mich dann mit meinen Freunden einfach auf so ein Gitter gesetzt, wo von unten warme Luft aus dem Parkhaus kam. Und alle sind halt so an uns vorbeigerannt und waren so, wir werden nass und Und wir haben uns da so hingesetzt und haben einfach so unser bestes Leben gelebt, obwohl wir auch nass wurden. Aber durch diese warme Luft war das so geil. Und dann kamen auch immer Leute, die sich zu uns gestellt haben. Irgendwann haben die uns dann auch gefragt, ob die da sein dürfen. Die haben fast so getan, als ob die unsere Gäste wären bei uns daheim. Ein paar Wochen später war ich dann auch in Berlin. Und jetzt weiß ich, dass man manchmal einfach Sachen riskieren sollte. Wenn es dieser Dude hier zeitlich hergibt, dann bin ich schon ziemlich spontan, würde ich sagen. Aber was Reisen angeht, bin ich da schon eher realistisch unterwegs. Und es war einfach mega crazy. Ich wollte mit einem Kumpel zum CSD. Der ist dann spontan abgesprungen und dann dachte ich mir so, okay, willst du da jetzt trotzdem hin oder nicht? Ich wusste ganz genau, da sind Freunde von mir, die ich dort treffen könnte. Will ich dann alleine dahin fahren durch ganz Deutschland oder nicht oder wie oder was? Und ich habe es einfach gemacht. Einfach dich in den Zug zu setzen und alleine irgendwo hinzufahren, weil du Bock drauf hast. Es war einfach so eine geile Aktion. Und ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe, obwohl ich niemanden gefunden habe, der mit wollte. Weil ich immer dachte, es ist irgendwie weird, wenn ich irgendwo hinfahre, ohne meine Freunde oder ohne jemanden sozusagen. Und jetzt weiß ich einfach, dass es das gar nicht ist. Das ist einfach mega cool, wenn du für dich was machst. Außer eure Eltern oder euer Chef oder irgendwer erlaubt es nicht. Aber sonst, go for it. Ich wollte in dem Moment reisen. Ich wollte diesen CSD sehen. Und ich war dann dort genau 24 Stunden mit einem Rucksack. Hatte nicht mal eine Tasche dabei. Hab ein richtig cooles Konzert von Felix Jähn gehört. Oh, okay, dann hatte ich noch ein Konzert mehr. Lol. Und ja, es war einfach eine mega coole Zeit. Jetzt weiß ich, dass ich direkt nach Berlin vom Hauptbahnhof zu meinen Bodybuilder-Freunden gegangen bin, von der Schauburg, um einfach mit denen so ein Escape Room zu machen, was auch hardcore stressig war. Denn jetzt weiß ich, dass ich mir sehr, 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 sehr schwer tue, Nein zu sagen. Und immer das Gefühl habe, ich würde irgendwas verpassen, was sich hoffentlich im nächsten Jahr ändern wird. So der Plan. Denn nächstes Jahr werde ich auch mal Nein sagen. Okay, vielleicht Nein sagen. Also ich werde oft Nein sagen. Okay, gelegentlich. Selten. Gar nicht. Ja, okay, es wird genauso weiterlaufen. Wie machen wir was vor? Oh, diese Jahresvorsätze stressen mich immer. Oh, Stress. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr anders. Oder so. Dieses Jahr wird alles anders. Zu der Zeit habe ich dann auch total viel gearbeitet beim Einlass. Und jetzt weiß ich einfach, dass es ein mega, mega geiles Gefühl ist, wenn dir dein Terminplaner auch mal sagt, du sollst dich entspannen. Denn jetzt weiß ich, wie sehr ich die Sommerzeit und
allgemein einfach Freizeit schätzen gelernt habe. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr ganz zufällig auf dem Olympiaparkberg war, als das Rammstein-Konzert war und es einfach eine super coole und geile Erfahrung war mit den ganzen Leuten, die auch dort oben zugeschaut haben. Diese ganzen Konzertschnorrer. Ich lieb's. Jetzt weiß ich, dass ich den 8. August mal wieder wunderschön verbracht habe, weil mir dieses Datum einfach total wichtig ist und ich mich an dem Tag gerne daran erinnere, wie dankbar wir eigentlich über das Leben sein sollten. Und mir gerne vor Augen rufe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir gesund sind, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, gesund aufzustehen, aufzuwachen überhaupt. Und das finde ich einfach schön. Deswegen habe ich diesen zweiten Geburtstag von mir, an dem ich einfach das Leben feiere. Letztes Jahr war es schon mega cool. Und dieses Jahr hatte ich einfach den perfekten Tag mit einer Freundin vom Theater. Wir haben gekocht und Kuchen gemacht und super tolle Gespräche geführt und uns danach in den Whirlpool gechillt. The perfect day. Jetzt weiß ich, wie cool es ist, kroatische Hochzeiten zu besuchen. Wie cool sind Hochzeiten bitte? Und vor allem kroatische, oh mein Gott, gutes Essen, gute Musik, gute Stimmung, gute Leute. Mega, mega cool. Jetzt weiß ich auch, dass ich in Kroatien einfach die coolsten Cousinen habe. Also nicht nur in Kroatien, auch in Deutschland. Ich habe so viele coole Cousinen, oh mein Gott, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, ein Schauleben. Aber auch in Kroatien. Diese Cousinen, die mich großgezogen haben, kamen dann auf die Idee, hey, wir machen jetzt ein Umstyling mit dir. Ich weiß gerade gar nicht, ob das eigentlich ein Kompliment war. Weil kriegen nicht Umstylings immer die, die immer so... Und unter anderem habe ich diesen Pulli, dieses Hemd, diese Locken, wirklich auch vom Friseur, eine richtig neue, krasse, coole Frisur und alles mögliche beim Umstyling bekommen. Und ich habe gesagt, komm, ich überlasse denen das mal, jetzt ist eh der Sommer. Wenn ich schlimm ausschaue, dann zieht mich jetzt eh erstmal einen Monat keiner. Aber ich war ganz zufrieden. Zato puno vam hvala, da ste me ovako uredili. Jetzt weiß ich, dass ich diesen Monat einfach total gebraucht habe, um einfach wieder runterzukommen, Energie zu tanken, Leute zu sehen, Freunde zu treffen und ja, einfach eine coole, entspannte Zeit zu haben. Ich war zum Beispiel mit einer Freundin im Ikea und wir haben meine Instagram-Story so zugeballert. Es war so witzig. Ich weiß nicht, vielleicht lade ich die sogar mal hier auf YouTube hoch, weil es einfach so ein cooler Tag war. Vielleicht seht ihr das mal. Jetzt weiß ich, dass ich mit meinen frischen 21 Jahren auf der ganzen Welt legal bin. Ah, nimm das, Trump. Und jetzt quasi alles machen darf, überall. Und wahrscheinlich passiert eh wieder nichts, weil ich viel zu lieb bin. Aber ich könnte, wisst ihr? Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, ich habe ganz spontan im Englischen Garten meinen Geburtstag gefeiert, habe all meine Freunde eingeladen, wobei natürlich nicht alle kamen, weil einfach Sommerferien waren und da immer niemand da ist. Aber die Leute, die kamen, haben dann Nudelsalat mitgebracht und Picknickdecken und ein bisschen was zu trinken. Und es war einfach ein wunderschöner Nachmittag, Abend, Nacht, whatever. Und ich bin total froh, so einen coolen Geburtstag gefeiert zu haben. Deswegen weiß ich jetzt, dass ich gar nicht so der materialistische Typ bin und einfach lieber Zeit mit meinen Liebsten verbringe, als 10.000 Geschenke zu bekommen. Das ist viel wichtiger. Jetzt weiß ich, dass ich es mal wieder geschafft habe, meine zweite Hausarbeit bis zum letzten Drücker aufzuschieben. Und darauf bin ich sehr stolz. Wie ich schon erzählt habe, habe ich dieses Jahr ziemlich viel für Galileo gemacht und jetzt weiß ich, dass es eine neue Rubrik gibt, die Call Your Hero heißt, wo ich die Ehre hatte, als Hauptfigur mitzuspielen und ich wurde auch gezeichnet und allgemein finde ich einfach die Rubrik ziemlich cool. Jetzt weiß ich einfach, was für tolle und liebevolle Menschen das sind, mit denen ich dort am Set bin und die sind einfach toll. Wie Familie. Meine Galileo-Familie. Ja, und dafür bin ich mega froh und dankbar. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr des Öfteren bei Fridays for Future mitgelaufen bin. Am 20.09. zum Beispiel war dieser globale Klimastreik, wo nicht nur die Kinder, sondern auch die Großen und Mittelgroßen und Alten und alle Jungen und jeder einfach mit auf die Straße gehen sollte. Ja, ich hoffe, ihr wart auch mal dort. Besser wär's, weil so lange gibt's uns nicht mehr, wenn wir so weitermachen, gell? Natürlich, es gibt viele Kritiker von Greta, aber ich finde, was sie macht, sie ist eine gute. Sie ist eine, die das Ganze einfach ein bisschen verstanden hat und checkt, dass es halt einfach so nicht weitergeht. Und jetzt weiß ich, dass es egal ist, wie alt du bist, wie groß du bist, was für ein Ansehen du hast oder auch nicht, dass du was bewirken kannst in der Welt. Und dass du einfach, ja, dein Ding machen kannst und wirklich auch Leute anstecken und inspirieren kannst. Also im positiven Sinne, hoffentlich. Apropos, jetzt weiß ich, dass ich mich dieses Jahr erstaunlich oft politisch eingesetzt habe. Natürlich habe ich mich nicht nur über die Klimalage aufgeregt. Siehe Anfang des Jahres Rettet die Bienen, wo es schon losging. Nee, ich habe mich auch über die Menschheit aufgeregt. Habe Diskussionen geführt über meine Stories auf Instagram, über die schreckliche Situation und einfach die fehlende Menschlichkeit, die wir gerade in dieser Welt haben. Siehe Brunei, wo Leute im Jahr 2019 immer noch gesteinigt werden.
Der Austausch mit euch auf Instagram war ziemlich inspirierend. Es war einfach mega cool, auch mal eure Sichtweise von der ganzen Situation zu sehen. Das Fazit war aber, dass einfach die Aktion scheiße ist. Weil es einfach keine Rechtfertigung gibt, jemanden zu steinigen. Oder allgemein jemanden Gewalt anzudrohen, nur weil er anders ist oder nicht der Norm entspricht. Hallo? Ende Juli haben sich 3 Lehrer aus meiner alten Schule bei mir gemeldet und mich eingeladen zu einer öffentlichen Diskussion in meiner alten Aula. Das Topic war Schule der Vielfalt. Und jetzt weiß ich, dass es voll cool ist, Leute zu inspirieren, indem man einfach redet. Es war zu der Zeit von meinen Auftritten, sprich ich hatte schwarze Fingernägel. Und dann habe ich den Schülern dort erzählt, dass es zu meiner Schulzeit einfach ein No-Go gewesen wäre, wenn ein Junge schwarzen Nagellack gehabt hätte. Und ich bin mir sicher, dass es heutzutage überall unterschiedlich ist und dass es immer noch Orte gibt, wo es ein No-Go ist oder wo man schräg angeschaut wird. Aber ich für meinen Teil finde es eigentlich ziemlich cool, wenn Leute einfach ihr Ding machen. Wenn man anders ist und sich hervorheben möchte oder allgemein einfach so sein Ding machen möchte, dann go for it. Own it. Wenn du Nagellack tragen willst als Junge, dann mach's. Wenn du mit einer Frau zusammen sein willst als Frau, dann mach's. Und die Leute, die euch nicht unterstützen bei den Sachen, die ihr machen wollt, die sind es dann eh nicht wert. Jetzt weiß ich, vor allem auch durch meine ganzen Theaterfreunde, es ist okay, anders zu sein, es ist okay, dein Ding zu machen und es ist okay, einfach dein Leben zu leben, wie du es möchtest, weil es ist dein Leben und dann kannst du auch gefälligst machen, was du willst. Und jeder, der das nicht versteht oder sich keine Mühe gibt, das zu verstehen und dich nicht unterstützen möchte oder kann, der YouTuber Jan von Gewitter im Kopf, der mit Pommes, der Gisela und so, kennt ihr bestimmt, der hat da ein richtig cooles Video rausgebracht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist eigentlich genau das, das spricht mir gerade aus der Seele. Viel Spaß. Aber natürlich erst nach dem Video hier, ne? Dieses Jahr war ich auch bei der Demo der Vielen für Theaterschaffende. Und ich habe natürlich gewählt für Europa, bei der Europawahl. Und allgemein habe ich auch angefangen, Seiten zu folgen, wie der Tagesschau oder so, die mir einfach ein bisschen Allgemeinbildung mit auf den Weg geben. Denn jetzt weiß ich, dass es schon ziemlich wichtig ist, sich politisch einzusetzen. Und dass es gar nicht so fern von der Realität ist, weil es uns ja am Ende des Tages doch alle betrifft. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr... Hoppala. Bin fast umgefallen. Das ist eine gute Überleitung, denn jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr 2 Mal auf der Wiesn war. Es war auf jeden Fall eine sehr vergessliche, unvergessliche Erfahrung. Jetzt weiß ich, dass es total cool ist, sein Wissen als Sensei weitergeben zu können, weil ich bei uns an der Uni dieses Jahr als Drittsemestler Erstihelfer war und die ganzen Erstis rumgeführt habe bei uns auf dem Campus und denen alles gezeigt habe und danach noch bei der Kneipentour war mit denen. Und denen so zu helfen und so, das war schon ziemlich cool. Muss ich sagen. Ziemlich bald hat dann auch schon das neue Semester angefangen. Jetzt weiß ich, dass das ganze Studium einfach nicht dasselbe wäre ohne den legendären Studentenkeller bei uns, wo wir immer Party machen. Wo jeder Abend einfach immer wieder eine Story für sich ist. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass ich ziemlich authentisch wirke als Emo und an Halloween im Keller gefragt wurde von mehreren Leuten unabhängig voneinander, ob ich gewöhnlich auch so aussehe oder ob das nur ein Kostüm ist. Das sollte mir zu denken geben. Aber... ich habe es als Kompliment gesehen, glaube ich. Actors is life. Jetzt weiß ich, dass es super viel Spaß macht, kreativ zu werden mit deinen Freunden, also Projekte auf die Beine zu stellen. Ein Freund von einer Freundin hat nämlich ein Fotoprojekt gemacht und mich und eine Schauspielfreundin mit ins Boot geholt. Da sind echt sehr coole Fotos entstanden. Da werde ich auf jeden Fall auch noch welche auf Instagram posten. Habe ich hier schon mal einen kleinen Einblick. Wie auch schon vor 2 Jahren bereite ich mich gerade für meine Vorsprechen vor, weil ich ja nach wie vor Schauspiel studieren möchte. Und ich sag euch, eines Tages, da schaffe ich das, ja. Ich werde wie so ein Menderes sein. Und wenn ich 10 Jahre dahin gehen muss und nach der 10. Staffel sagen sie dann, ach komm, nehmen wir dich mit in den Recall. Jetzt weiß ich, dass es eindeutig die richtige Entscheidung war, mir 2 Jahre zu geben, um einfach in mich zu investieren, auf dem schauspielerischen oder allgemein künstlerischen Gebiet meine Erfahrungen zu machen, um auch zu sehen, ob das wirklich das ist, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Und die Antwort ist eindeutig, ja. Das Ding ist, einfach dranbleiben. Denn jetzt weiß ich, wie das ist auf der Bühne, vor 150 Leuten zu spielen. Bei Frida Kahlo sogar in jede Richtung, weil die Bühne auf allen Seiten war. Oder bei Bodybuild eben total laut senden, ohne Mikrofone, wie es zum Beispiel bei Frida Kahlo gab. Jetzt weiß ich auch, wie man Lampenfieber, bevor man rausgeht sozusagen, in Vorfreude umwandeln kann. Im November war auch schon mein erstes Vorsprechen in Berlin, wofür ich echt hart gearbeitet habe und mich wirklich sehr intensiv vorbereitet habe mit 2 Monologen und dem Lied. Lustigerweise ist es sogar das Lied von Anfang des Jahres, das ich damals nicht konnte. Ich will nicht angeben, aber mittlerweile kann ich sogar den Text. In dem Zeitraum haben auch viele Leute über meine Monologe geschaut, wofür ich echt mega dankbar bin. Jetzt weiß ich, dass ich den Tipp bekommen habe, für den einen Monolog sogar eine Serie zu schauen, was ein bisschen weird war, weil ich in der 3. Staffel angefangen habe und dann mit 1, 2, 4 weitergemacht habe, aber... okay. Und das bringt uns gleich zu meinen Lieblingsserien 2019. Diese Serie, von der ich gerade erzählt habe, hieß Druck. Die gibt es auf YouTube kostenlos und ist echt eine super coole, inspirierende Serie. Und auch von der schauspielerischen Leistung war die Serie einfach top.
Wirklich. Da ziehe ich echt meinen Hut. Respekt. Den Hut habe ich auch bekommen von meinen Cousinen. Cool, oder? Der heißt Rudi. Und als ich damit fertig war, habe ich dann auch gleich die Originalserie geschaut. Die heißt Scam und kommt aus Norwegen. Die gibt es auch im Internet mit englischen Untertiteln aber. Und die ist auch so ähnlich, aber irgendwie anders. Und ja, das kann ich euch auf jeden Fall echt nur ans Herz legen. Neben den beiden Serien habe ich auch die dritte Staffel von 13 Reasons Why gesehen, weil ich die ersten beiden schon gesehen habe. Bei der zweiten hatte ich ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Und ich finde, die dritte hat die zweite total aufgewertet und hatte echt schöne Momente dabei, gute Messages auch. Vor allem diese Szene mit dem I'm a survivor, I'm a survivor. Die Szene fand ich echt schön. Oder die eine Szene mit Clay und dem Fotografen. Ja, und für mehr Serien hatte ich eigentlich gar keine Zeit. Jetzt weiß ich, welche Filme ich gut fand in diesem Jahr. Ich habe ganz spontan mit ein paar Freunden das Remake von Disneys Aladdin gesehen im Kino. Und ich muss sagen, ich fand es so cool. Wirklich. Es war so feministisch und empowering und ja, das hat mir echt gut gefallen, auch mit Will Smith. Und ich fand es geil, dass es so einen 2019-Twist drin gab und nicht mehr so altbacken war wie die Originalversion. Wo wir gerade bei Disney sind, ich als großer Disney-Fan. Jetzt weiß ich, dass ich sowohl König der Löwen als auch Frozen 2 im Kino gesehen habe, in 3D mit meiner Schwester. Ich fand beide Filme super, aber Frozen 2 hat mich dann doch irgendwie ein bisschen mehr überzeugt. Und ich bin froh, dass ich diesen Geschwisterfilm zusammen mit meiner Schwester schauen konnte und diese Erfahrung mit ihr teilen konnte. An ihrem Geburtstag. Hallo, geht's auch cooler? Ich denke nicht. Jetzt weiß ich, dass man dieses Jahr auch unbedingt gesehen haben muss Bohemian Rhapsody. Super, super Film. The Green Book und Your Name. Ist so ein Anime-Film, von dem mir mein bester Freund erzählt hat. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, dachte mir so, okay, ja, Anime ist jetzt nicht so mein Fall, beziehungsweise ich habe nicht so große Berührungspunkte damit. Aber dieser Film ist echt super, super toll und den gibt es auch auf Netflix. Schaut ihn euch an, lasst euch drauf ein. Ist ein cooler Film. Und jetzt weiß ich, dass alle den Song aus A Star Is Born gesungen haben. Ich natürlich auch dieses Jahr. Ich den Film aber nicht gesehen habe. Ich habe aber gehört, der soll gut sein. Und ich weiß, ich muss ihn unbedingt sehen. Irgendwann war es dann soweit, in Berlin angekommen, habe ich dann mein erstes Vorsprechen in Angriff genommen von dieser ganzen Schauspieltour, die jetzt noch auf mich warten wird, weil ich in sämtliche Städte gehen werde, einfach um sagen zu können, ich habe es versucht. Weil man sagt doch immer, man wird die Sachen, die man nicht gemacht hat, am meisten bereuen. Und ich weiß ganz genau, Schauspiel war und ist mein Plan A, deswegen würde ich es mir einfach nie verzeihen, wenn ich jetzt nicht vorsprechen gehen würde überall. Das Vorsprechen lief auch ziemlich gut. Ich habe echt coole Leute kennengelernt an dem Tag und auch ein super Feedback bekommen, was mich echt weitergebracht hat, womit ich jetzt im Dezember auch super gut arbeiten konnte. Was leider nicht geklappt hat, aber sie meinten, ich soll nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Ich sag euch, Menderes 2.0, here I am. Bei meinem zweiten Mal jetzt in Berlin habe ich gar nicht mal so viel gesehen von der Stadt, aber ich habe mal wieder einen Döner gegessen, wie auch schon beim CSD. Die WG von der Freundin, bei der ich pennen durfte, danke nochmal dafür, war einfach so herzlich und lustig und lieb und es hat einfach super, super viel Spaß gemacht. Und allgemein weiß ich jetzt, dass je öfter ich in Berlin war, desto mehr hat es mir immer gefallen. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, dass je älter ich werde, mir die Stadt immer mehr und mehr gefällt. Aber die Stadt ist vielleicht ein bisschen versifft und die Leute sind auch im Gegensatz zu München sehr extrovertiert, auch was ihren Style angeht. Aber gerade das finde ich auch ganz geil. Es muss mir ja nicht unbedingt gefallen, aber allein die Tatsache, dass ich jemanden sehe und mir so denke, okay, das ist mal was anderes, fand ich irgendwie cool und inspirierend. Und ich denke mir so, ja, mach dein Ding. Und da wird keiner irgendwie komisch angeschaut und das liebe ich einfach. Genau da kam auch das neue Lied von Billie Eilish raus, Everything I Wanted, was ich super cool finde. Das bringt uns gleich zur Musik. Und jetzt weiß ich, dass ich Billie Eilish als Künstlerin sehr zu schätzen gelernt habe dieses Jahr. Ich finde es cool, wie sie ihre Musik mit ihrem Bruder schreibt. Ich finde auch die Musik von ihrem Bruder ziemlich cool. Und mir gefällt, dass jedes Lied immer irgendwie anders ist, obwohl sie ja voll den Wiedererkennungswert und ihren eigenen Stil immer mit reinbringt. So. Ich finde, das macht einen Künstler aus, dass man ihn hört und sich so denkt, so hey, okay, das kenne ich. Jetzt weiß ich, und das wusste ich auch schon davor, ich liebe Indie-Pop einfach. Aber wenn wir uns mal so die Mainstream-Leute anschauen, auch Sänger wie Lauf, vor allem das neue Lied Mean It. Ariana Grande hat mit Thank You Next und allem danach die Charts gestürmt. Genauso wie Sarah Connor. Besonders sie finde ich als Mensch und als Künstlerin auch super. Und ich finde es cool, dass sie jetzt angefangen hat, ihre Songs selber zu schreiben auf ihrer Muttersprache Deutsch. Man of the Internet war dieses Jahr eindeutig Rezo. Was der mit seinem Video da in Kraft getreten hat hier in Deutschland, alle Achtung. Jetzt weiß ich, dass ich schon wieder das Weihnachtskonzert von Helene Fischer geschaut habe mit Big Mama und meiner Cousine. Man kann sagen, was man will, aber jetzt weiß ich,
Ich liebe es, wenn Leute fleißig sind und wenn Leute was drauf haben und wenn sie dafür für ihre harte Arbeit belohnt werden. Und ich liebe es einfach, wenn man sich gegenseitig unterstützt und ein bisschen Liebe zeigt. Zum Beispiel, wenn meine Freunde Sport machen, auf der Bühne stehen und spielen, Musik machen, irgendwo auftreten oder ihren eigenen Laden eröffnen. An alle Münchner, Hype Needs. Check it out. Link ist unten. Ich finde es einfach immer wieder toll zu sehen, dass sie ihre Goals erreichen. Was uns gleich zu einer Freundin von mir bringt. Jetzt im Dezember wurde das neue Lied Maybe von meiner Theaterfreundin Sophia veröffentlicht. Die so ein witziger Mensch ist, wirklich. Schaut euch die Bamberg-Vlogs an. Was mega der schöne Song ist. Sie ist auch voll die talentierte Singer-Songwriterin. Schaut euch auf jeden Fall mal an, wie die Julia und ich da so mitgespielt haben in Sophias Video. Das würde uns total freuen. Jetzt weiß ich auch, dass ich Faulheit einfach gar nicht mag und das auch gar nicht mehr kann, weil ich so ein krasser Workaholic geworden bin, dass ich einfach immer was zu tun habe und mir auch immer was zu tun suche, was ich echt ein bisschen minimieren könnte im neuen Jahr. Jetzt weiß ich, dass Burek immer noch mein Lieblingsessen ist. Alle Jugos da draußen werden mich verstehen. So lange wie das Video hier schon geht, ich hoffe echt sehr, dass ihr auch was zu snacken habt. Nachdem ich aus Berlin zurück war, hatten wir auch schon unseren vierten und letzten Aufführungsblock in der Schauburg München mit Bodybuild. An dieser Stelle möchte ich einfach kurz sagen, wie dankbar und wie froh ich bin um jeden Einzelnen, der von euch gekommen ist. Wenn deine Liebsten, also deine Familie, deine Freunde, all die Leute, denen du so oft absagen musstest, weil du einfach Proben hattest oder weil du einfach da weg musstest und so, wenn die einfach sehen, was du machst auf der Bühne und warum du die ganze Zeit gefehlt hast. Wenn sie dieses Endprodukt sehen, ja, das ist einfach wunderschön und macht einen echt stolz. Meine Schauspielkollegen und ich von der Schauburg haben so viel gelernt in der Zeit, einfach. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist einfach wirklich, dass wir einmal bei einer Vormittagsvorstellung Standing Ovations bekommen haben. Von Schülern, einem Publikum, was gar nicht da sein wollte und wegen der Schule da sein sollte. Wo dann manchmal wirklich manche so in der ersten Reihe sitzen. Langweilig. Und das war voll das große Kompliment. Ja, und auch allgemein. Auch so mit uns, wie wir spielen. Miteinander so einen richtigen Drive entwickelt. Was einfach wunderschön ist. Weil ich jetzt weiß, dass es toll ist, wenn ein Stück nicht nur drei- oder viermal aufgeführt wird wie Frieda, was ich total schade fand. Sondern halt wirklich mehrmals alle paar Monate. Und ich freue mich schon sehr auf die Spielzeit 2020. Also wenn ihr noch keine Karten haben solltet, ich verlinke euch das unten und schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Oder Hashtag wir wollen geliebt werden. Uns gibt's auch auf Instagram. Jetzt weiß ich, dass ich dieses Jahr meine allererste Weihnachtsfeier hatte. Ich meine, wir kennen alle diese Stories, diese Weihnachtsfeier-Stories, wo irgendjemand, keine Ahnung, wo lag und das gemacht hat. Und sowas wollte ich auch mal erleben. Und ich sag euch, ich will nicht angeben, aber nach ein, zwei Glühwein, nach einem Anschauen vom Glühwein, weil mehr brauche ich auch nicht, ne? Habe ich einfach mal gesungen. Viel Spaß. Jetzt weiß ich, dass ein studienbegleitendes Praktikum ziemlich nerven- und zeitraubend sein kann. Aber ich weiß auch, dass es total viel Spaß macht, einfach mit Kindern theaterpädagogisch zu arbeiten, was ich in meinem Leben auch irgendwie erreichen möchte. Irgendwann. Letztendlich kriegst du echt viel zurück und es ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder aufblühen und sich kreativ ausleben können. Für dieses Praktikum musste ich dann auch einen Bericht schreiben. Falls ihr euch fragt, wie meine Emotional Mental Breakdowns im ganzen Jahr so aussahen, hier mal ein paar Beispiele. Enjoy. Seht ihr diese Tränen? Das sind diese, ich lache, damit ich nicht weinen muss, Tränen. Alter, warum? Oh, ist ein Leben so. Es kann nicht sein. Dieses verkackte Dreck. Einfach nur vollenden und weghaben. Und jetzt? Der Drucker geht aber. Ich habe kein Papier mehr. What the fuck? Ist auch schon wieder ein Semester her. Ist auch schon wieder vor morgen. Ist auch nicht mehr. Sozialarbeiter zwischen Staat, Klient und Fachlichkeit. Und jetzt? Was soll ich machen? Gar nicht mehr. Ich will es jetzt fertig haben. Wo ist die Scheiße? Die Abgabe war vor 4 Tagen schon. Ich brauch doch nur einen Satz, dann bin ich fertig. Ich bin jetzt schon fertig.
filmst du mich? Lol, Alter. Breakdown, at his best. Aber sagt gerne mal, ob ich der Einzige bin oder ob das bei euch auch so war 2019. Bitte, danke. Jetzt weiß ich, dass anders nicht unbedingt schlecht heißen muss, sondern eben einfach anders. Denn dieses Jahr habe ich Weihnachten in einer ganz anderen Konstellation gefeiert als sonst. Und dieses Mal sollte alles irgendwie ganz anders ablaufen. Und ich sag euch ehrlich, es war auch toll. An Heiligabend habe ich sogar noch meinen besten Kumpel abgeholt und der hat dann spontan mit uns einfach Weihnachten gefeiert. Man sagt nicht umsonst, Freunde sind die Familie, die man sich aussucht. Dann sind wir danach noch zu einem kroatischen Gottesdienst, wo er nichts verstanden hat. Alles in allem war es eigentlich ein ziemlich cooler und witziger Abend. Und jetzt am Ende des Jahres weiß ich auch, dass man nicht mit zu vielen Erwartungen irgendwo reingehen sollte. Man sollte einfach dem Timing seines Lebens vertrauen können. Einfach alles auf sich zukommen lassen. Nur weil etwas anders ist oder man es nicht kennt, muss es nicht unbedingt schlecht sein. Gebt euch selbst einen Ruck, denn was mich dieses Jahr auch sehr inspiriert hat, ist die Tatsache, dass ich jetzt weiß, dass jeder Mensch das Potenzial hat, irgendwas da oben zu ändern, wenn er das möchte. Und darüber bin ich echt froh. Jetzt weiß ich auch, dass ich dieses Jahr total viel für mein Zukunfts-Ich machen wollte und auch gemacht habe. Und dass ich nächstes Jahr gerne auch ein bisschen mehr auf mein Gegenwarts-Ich achten möchte. Aber ich muss sagen, für mich war 2019 ein super Jahr. Ich habe sehr viele coole Dinge gemacht. Nur leider manchmal ein bisschen zu viele. Aber für mich ist 2019 nicht der Stress, die schlaflosen Nächte, einfach dieses Hin-Her von einem Ort zum anderen, keine Pause, kurz schlafen, am nächsten Tag wieder aufwachen, das Ganze wiederholen, jeder Tag sieht anders aus. Oh, du arbeitest an einem Samstag, an einem Sonntag? Nein, für mich war jeder Tag einfach ein individueller Tag, Punkt. Und ich hatte keinen freien Tag, aber für mich war 2019 nicht dieser ganze Stress. Für mich war 2019 die Menschen, bei denen ich die Ehre hatte, sie kennenlernen zu dürfen. Ja, die einfach mein Jahr zu einem vollen Erfolg gemacht haben. Denn, um mich kurz selber zu zitieren, mein Gott, das machen Dozenten bei uns auch in der Uni, sich die ganze Zeit selber zitieren aus ihren Büchern. Also jetzt nicht so eingebildet selber zu Ich habe dieses Jahr im Theater mal folgenden Satz gesagt. Also ich habe ja nur noch Freunde, die ich wirklich mag. Auf den Satz wurde ich erstmal ausgelacht von allen. Und dann habe ich sie so angeschaut und dachte mir so, ja, aber schau mal, du hast Stress mit der Person, du hast Stress mit der Person. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn ich Stress habe, dann ist es wirklich nur noch zeitlicher Stress. Weil ich einfach keine toxischen Menschen mehr in meinem Leben habe und jeder einfach super ist. Ich habe einfach so tolle und liebe Menschen in meinem Leben, bei denen ich mich egal wann melden kann. Sei es um 2, 3 Uhr morgens oder irgendwann tagsüber. Sie würden immer rangehen, wären für mich da oder würden schnellstmöglich zurückrufen oder schreiben. Und das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und nicht nur Freunde, ich habe die beste Familie, die man sich wünschen kann. Die einfach um 1 Uhr morgens mit mir noch Text lernt und für mich da ist. Mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht und an die ich mich immer wenden kann, wenn es brennt. Und auch wenn es nicht brennt. Und ich bin so dankbar dafür, behaupten zu können, dass jeder einzelne Mensch in meinem Leben, der mir so wichtig ist, einfach hinter mir steht. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Aber es ist wirklich schön. Und wisst ihr, was auch richtig schön ist? Jetzt weiß ich, dass alle, die bis hierher geschaut haben, einfach richtig treue Follower sind. Vielen, vielen Dank. Ich bin so dankbar für eure Unterstützung, dass ihr meine Videos schaut. Auch wenn sie 10.000 Jahre lang sind und ich schon meinen zweiten Akku auf dieses Video hier verbraten habe, ja. Allgemein für eure Unterstützung und alles. Ihr könnt einfach nicht glücklicher sein. Es hat mir total viel Spaß gemacht, jetzt gerade dieses Jahr zu reflektieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr wirklich bis hierher geschaut habt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, das würde mich total freuen. Inspiriert andere, werdet kreativ, habt Spaß bei allem, was ihr macht, aber probiert trotzdem, dass ihr genug esst und genug schlaft. Habt einfach Spaß und sendet ganz viel Liebe und Kraft an eure Mitmenschen. Ja, und wenn nicht, auch gut. In dem Sinne... Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie lange geht dieses Video schon? Oh, ich kann nicht mehr. Mein Gott, es hat gerade angeknallt. Oh, warte, ich muss kurz Pause machen. Das ist so anstrengend.